A1.2. Bestimmen Sie rechnerisch die Masse der Edelstahlniete, wenn ein Kubikzentimeter Edelstahl eine Masse von 7,85 Gramm hat. Dafür brauchen wir das Ergebnis aus der vorherigen Rechnung, nämlich das Volumen der Niete mit 1581,81 Kubikmillimetern. Für diese Aufgabe müssen wir jetzt aufpassen, weil hier heißt es extra, ein Kubikzentimeter Edelstahl hat eine Masse von 7,85 Gramm. Wir haben aber unser Ergebnis in Kubikmillimetern. Das heißt, das Volumen muss erst noch umgerechnet werden in Kubikzentimeter und von Kubikmillimeter auf Kubikzentimeter ist der Umrechnungsfaktor 1000 wegen dem Kubik. Und das heißt, wir verschieben das Komma um 3 Stellen nach links. Dann heißt es 1,58181 Kubikzentimeter. So, jetzt müssen wir es nur noch multiplizieren. Wenn ein Kubikzentimeter Edelstahl 7,85 Gramm wiegt, wie viel wiegen dann 1,58 und so weiter Kubikzentimeter? Also können wir schreiben 1,58181 Kubikzentimeter mal die 7,85 Gramm pro Kubikzentimeter. Und das rechnet sich wieder Taschenrechner für uns. Sind dann ungefähr 12,53 Gramm. Und damit wäre die Aufgabe gelöst.